Warum gibt es hier eigentlich keinen Baum? Und erst recht keinen Wald? Hier waren einmal nur Bäume. Nichts als Bäume. Wald, Wald, Wald. Unendlich dicht. Zum Verlaufen und Verstecken. Bevor der Mensch kam. Jetzt sind die Wolkenkratzer höher als jeder Baum. Wir haben gewonnen. Der Wald ist gezähmt. Die Förster, die Jäger, die Holzwirtschaft, wir haben ihn fest im Griff. Uns zum Nutzen soll der Wald sein und sich einfügen in unsere Welt. Tut dir auch gut. In einer Natur mit unbeherrschbaren Erdbeben, Tsunamis und Vulkanen. Wir kämpfen eben dort, wo wir siegen können. Aber der Wald, so scheint mir, besitzt eine unheimliche Kraft. Wie eine Parallelwelt, die wir einfach nicht verstehen. Wald ist so anders als wir. Er steht einfach, er wehrt sich nicht, er greift nicht an, er duldet. Irgendwie so, als hätte er das erreicht, wonach wir streben. Innere Ruhe, angekommen sein, echte Erdung. Wir wollen immer höher hinaus. Die Bäume sind schon da. Bäume atmen, sie haben Sinne, sie produzieren Sauerstoff. Ohne sie kein Leben, keine Menschen. Wald ist stark. Stärker als wir? Muss er sich deswegen uns unterwerfen, sich zähmen lassen? Natur von unseren Gnaden, was erlaubt der Mensch? Vielleicht ist das alles überhöht, mag sein. Aber vielleicht ist der Wald auch der Ort, an dem wir unseren letzten Kampf führen. Dabei ist hier alles so friedlich. Viele Gegenden, in denen der Wald wachsen darf, wie er will, gibt es nicht in Deutschland. Die winzige Insel Film bei Rügen ist ein solcher Ort. Seit 500 Jahren hat hier keiner mehr Bäume gefällt. Professor Knapp liebt diesen Wald. Fast scheint es, als sei er mit ihm verwachsen. Ein Zunderschwamm, sagt er, habe die Leitungsbahnen dieser Buche verstopft. Seit 15 Jahren darf der Baum zu neuem Waldboden zerfließen. Es ist ein Lebensraum mit einer unglaublichen Lebensvielfalt an Käfern, an Insekten, an Pilzen, an Bakterien, die erst in dieser Phase des Waldes, in der Zusammenbruchphase, überhaupt erst Lebensbedingungen finden. Das heißt, der Tod dieses Baumes ist Voraussetzung dafür, dass neues Leben sich hier entwickeln und keimen kann. Biodiversität ist ja immer ein riesiges Thema, aber brauchen wir denn Biodiversität ist mehr als Artenvielfalt. Das System braucht die Bakterien und Pilze. Stellen Sie sich vor, sie würden ihr Werk nicht tun. Der Wald und die Bäume würden natürlich eines natürlichen Todes sterben. Der Wald würde in seinen eigenen Baumleichen ersticken, wenn es nicht die Bakterien, Pilze, Käfer gäbe, die das Holz zurückführen. Eigentlich kann eine Buche etwa 500 Jahre alt werden. Im Wirtschaftsforst wird sie höchstens 140. Dann hat sie maximal Holz zugelegt und damit ihr Lebensziel erreicht. Wie viele Bäume man in einem Wald fällen darf, ist im Waldgesetz nicht klar festgelegt. Lediglich größere Kahlschläge müssen genehmigt werden, ansonsten ist Nachhaltigkeit Pflicht. Und das bedeutet, dafür zu sorgen, dass der Wald auch morgen noch Holz produziert. Enrico fällt die Bäume mit Computerunterstützung in seinem Harvester. Holz ist ein Rohstoff, der Wald muss liefern. Und wie viele Bäume schaffen Sie jetzt da in der Stunde?
Wie gesagt, das ist unterschiedlich. Also schön wird, wenn ich 100 schaffe in der Stunde. Ne? Länder und Kommunen sind knapp bei Kasse, die Holzpreise sind stark gestiegen, der Druck auf den Wald hat zugenommen. Diese alte Eiche auf Film steht seit vielleicht 400 Jahren. Das klingt hohl. Das heißt, er ist nicht wirklich hohl, sondern eben angefüllt mit solchem Mulm. Außenrum ein fester Holzkörper. Ich habe selten auf eine Eiche geklopft, insofern weiß also ich nicht, wie die... Der Stamm klingt anders. Aber sie lebt. Nur ein Teil ist tot, andere Bereiche transportieren immer noch Wasser und Nährstoffe. Aus Staub kommst du, zu Staub wirst du. Ja. Stimmt. Aber ehrlich gesagt, so einen Staub habe ich aber auch noch nie berührt. Das habe ich nicht. Hier in meiner alten Eiche. Die Realität in 99,7% der deutschen Wälder sieht anders aus. Försterin Bärbel Krakow markiert die Bäume, deren Zeit gekommen ist. Diese würde gefällt werden, ich habe gerade gesagt, die dicke da, die Zwieselbuche da hinten, die mit den drei Armen, sowas würde rauskommen. Es würde erst das Grobzeug praktisch rauskommen. Ne? Bäume mit großer, ausladender Krone stören hier. Denn sie nehmen zu viel Licht weg und bremsen damit den Nachwuchs aus. Und der Wald soll schließlich dicht stehen. Hier ist der Ahorn, die Esche, ne? Hier ist die Rotbuche. Und wenn hier Licht reinkommt, dann kommt sie natürlich, dann zieht sie hoch. Ne? Es sind die wertvollen Baumarten, die nachwachsen sollen. Ja. Die müssen schon vom Wuchs her einfach möglichst gerade sein, damit sie dann auch den besten Preis bringen. Ja. Und kann man das sagen, was ist so ein Baum dann eigentlich wert? Das geht dann schon nach Festmeterinhalt und dann sind das schon ein paar Hunderte. Und wenn wir eine Wertholzeiche haben, sind es auch ein paar Tausende. Achtung! Gelbes Windröschen, Buschwindröschen, Leberblümchen, die Frühblüher haben es Professor Knapp angetan. Scharwuchskraut. Es soll besonders viel Vitamin C enthalten. Und das hat nämlich... Also geschmacklich kann es jetzt mit einer Orange nicht konkurrieren. Ja. Geht auch nicht um Hochgenuss, sondern um Krankheitsheilung. So, schauen wir mal. Die sitzen nicht gar so tief, sondern oberflächennah. Und hier haben sie um diese Erdsprosse zu bilden, haben die Frühblüher nur ganz wenig Zeit. Der Winter muss vorbei sein, die Bäume dürfen aber noch kein Laub tragen und den Waldboden abschatten. In dieser kurzen Phase treiben die Frühblüher aus. Der Wald ist nicht gerodet, nicht unter dem Pflug gewesen, denn dadurch würde diese Waldbodenflora natürlich zerstört und sie braucht sehr lange, um zurückzukehren. Wie fühlt sich der Mensch, wenn er sieht, dass es hier Lebewesen gibt, die schon ein paar hundert Jahre alt sind? Klein oder groß? Eher klein. Aber ja, was heißt klein oder groß? Nein, man empfindet einfach Ehrfurcht vor dem, was außer uns Menschen und unabhängig von uns Menschen ist. Deswegen müssen wir uns nicht klein machen. Aber von unserem absoluten Herrschaftsanspruch doch zurücktreten. Professor Helmut Schreier ist Germanist, Geograf, Philosoph. Er hat viele Bücher geschrieben und ist sein Leben lang unterwegs gewesen. Er kennt die Welt und er kennt die Bäume. Professor Schreier ist Baumliebhaber. Ich möchte von ihm wissen, woher unsere besondere Beziehung zum Wald kommt. Herr Schreier, hat der Mensch das Recht, den Wald zu nutzen und ihn sozusagen zum Holzlieferanten zu degradieren? Also degradieren ist polemisch. Wir haben die Tradition, das zu tun. Also der Wald, so wie wir ihn hier haben, ist dadurch da, dass Menschen ihn eigentlich gepflegt, gepflanzt haben aus Wirtschaftsgründen. Das muss man sehen. Also es gibt eine Ambivalenz in unserem Verhältnis zu den Bäumen,
zum Wald. Also wir haben die Bäume ganz sicher aus wirtschaftlichen Gründen und nie ohne wirtschaftliche Gründe gehabt. Die Art und Weise, wie gefällt wird und wie auch nachhaltig bewirtschaftet wird, das heißt, man nimmt nur so viel heraus, wie am Ende auch wieder nachwachsen kann, mutet ja trotzdem extrem brutal an. Ja, die Brutalität, die also zum Beispiel so ein moderner Harvester deutlich zeigt und unter der empfindliche Menschen auch auf Anhieb leiden, denke ich, die ist ein umstrittenes Thema. Es ist nicht notwendig, Bäume so zu fällen. Es macht nur einen Sinn, also für Großflächenfällungen und also um Kapital zu vermehren. Aber Sie würden nicht sagen, der Baum leidet dadurch? Der Wald leidet. Der Wald leidet. Also das ist nachgewiesen. Sehen Sie mal, diese Harvester, die bringen eine Bodenverdichtung mit sich, die ich nur dadurch wieder, also forstwirtschaftlich auffangen kann, dass ich also den Boden auflockere, dass ich dünge, ja. Ohne diese Art zu ernten, bräuchte ich auch keine Düngung in den Wald einzubringen. Wir erleben im Wald ja sehr viel mehr, vor allem wenn ein Wald sich selbst überlassen bleibt. Und auf der Insel Film ist das ja so. Und die Art und Weise, wie dann Wald entsteht und wie auch Wildnis entsteht, die berührt uns Menschen, glaube ich, ganz außerordentlich. Bedeutet das, dass wir Menschen in irgendeiner Form diese Wildnis brauchen? Es gibt verschiedene Theorien. Also die meisten sagen, wir kommen daher. Es ist also eine evolutionsmäßige Bedingung. Man muss sich vorstellen, dass wir in savannenartigen Gebieten aufgewachsen sind, als die Wesen, die wir früher mal waren, ob man die jetzt als Menschen bezeichnet oder als Vormenschen oder wie auch immer. Aber offenbar tragen wir die Erinnerung an diese Zeit auf eine seltsame Weise immer noch so in uns, dass wir uns besonders wohlfühlen in Gegenden, die uns damals Schutz gewährten. Und man kann das messen. Man betritt einen Wald und die Pulsfrequenz beruhigt sich, der Atem wird ruhiger, ja sogar die Stresshormone, die man im Speichel nachweisen kann, sinken. Das würde uns ja verständlich machen, warum wir den Wald als Sehnsuchtsort empfinden. Auf der anderen Seite ist aber natürlich der Wald auch der Ort, an dem die Trolle hausen und die Hexen und die Drachen und die Bösewichter. Und wie mir scheint, gibt es da ein gewisses Missverhältnis. Woher kommt das? Der Wald ist die Quelle. Die Quelle der Erfahrung, also für uns Deutsche besonders. Also die Grimmschen Märchen. Es sind also aber nicht nur die Hexen und so, auch die Räuber. Ja. Im Wald, da sind die Räuber. Also der Wald ist ein Zufluchtsort für Elemente der Gesellschaft, die keinen Platz haben. Und ich denke, so ein Grundgefühl, das teilen sehr viele Menschen. Wir Menschen sind ja heute eigentlich an einen Punkt gekommen, an dem wir die Natur fast überall uns untertan gemacht haben. Der Mensch dominiert, wir sind in alle Biotope eingedrungen. Stellt der Wald da etwas ganz Besonderes dar und widersetzt er sich möglicherweise diesem Drang des Menschen auf ganz besondere Weise? Also wenn wir hier alle verschwinden würden, wenn wir einfach sagen, wir verlassen diese Stadt, wir überlassen das der Natur, dann würde der Wald ja hierzulande zurückkommen. Ja. Heißt das daher nicht doch, dass der Wald möglicherweise eine Konkurrenz zum Menschen ist? Gesetzt den Fall, die Menschen würden plötzlich aus der Stadt Frankfurt verschwinden, was ja eine merkwürdige Fantasie ist, aber wenn wir das mal machen, dann würde allmählich dieses Gebäude zerfallen. Ich kann mich noch an die Trümmer erinnern nach dem Zweiten Weltkrieg, auch in dieser Stadt.